Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute müssen wir uns mal um ein etwas anderes Teil aus dem Alltag EDC unterhalten. Und der Teil dürfte gerade für die Damen und Herren Hundebesitzer nicht ganz uninteressant sein. Wie man unschwer erkennen kann, na, es ist gerade weiß bei uns, es ist gerade ziemlich frisch und kühl und das ist gut und richtig so. Gar nicht mal so von wegen, oh, endlich Panik, Krise, na, von wegen jetzt habe ich mal einen Moment oder so. Sondern das, was wir hier gerade haben, meine Damen und Herren, das nennt sich in Fachkreisen Winter, richtiger Winter. Klingonisch. Ist aber so. Das, was wir hier also gerade an Winter haben, meine Damen und Herren, das weckt für mich persönlich tatsächlich Kindheitserinnerungen. Und wenn ich ehrlich sein soll, welche, die ziemlich geil waren. So, aber zurück zum Thema. EDC in der nächsten Art und Variante. Und wie ihr wisst, habe ich, oder wie der eine oder andere von euch weiß, hier auf dem Hof haben wir drei Hunde. Diese drei Orgelpfeifen sehen wir jetzt mal hier. Das sind ein Malimix, eine Malinette und ein Gröndel. Spoiler vorweg. Das, meine Damen und Herren, sind keine Alzi-Duzi-Dudi-Du-Hunde. Das sind Arbeitstiere. Die brauchen Beschäftigung. Die brauchen Beschäftigung, die brauchen Arbeit. Keine Arbeit, fühlen die sich als Innenarchitekt berufen und darin sind die verdammt gut, meine Damen und Herren. Lasst das. Augen auf bei der Hundewahl. 3-0-Phasen, drei Fellnasen. Also mit diesen drei Fellnasen bin ich dann von Zeit zu Zeit ziemlich genau hier auch mal unterwegs. Ja, norddeutsche Tiefebene, das Schöne hier in Norddeutschland ist, wir sehen unter der Woche, wer am Wochenende zu Besuch kommt. Finde ich jetzt nicht so richtig hässlich. Ich möchte euch mal so ein bisschen was zeigen, was ich da im täglichen Geschäft mit habe. Und ich erkläre euch dazu auch, warum. So gemein, und was dieses Gürtelchen und vor allem was die Tasche dazu jetzt alles kann, beziehungsweise was da drin ist und wenn ja, warum und wie viele davon, das gucken wir uns gleich mal an. Basis für dieses wundervolle Konstrukt hier ist eine Tasche, eine Bauchtasche, die habe ich ursprünglich mal bei Decathlon gekauft. Und das ist bestimmt schon 4 Jahre her oder so. Also das bildet so die Basis, da ist dieser Gurt mit bei. Dieser Gurt hat den Vorteil, dass er hier einen Schnellverschluss hat, wo du aber hier einen Sicherungsrahmen zu und ihn dann erst öffnen kannst. Sonst kann es passieren, dass dir der hier sehr, sehr schnell aufgeht. Hier haben wir noch einen Futterbeutel dran, beziehungsweise einen Leckerchenbeutel. Hier an der Seite haben wir noch so ein paar Taschen. Da kommen dann so eine Rolle an Kotbeuteln her, was ich auf der linken Seite dann habe. Das ist diese Tasche und diese Tasche kommt eigentlich von Engelbert Strauß und ist von der Genetik her eine Werkzeugtasche. Das heißt, das, was für Zimmerleute, Dachdecker, für wen auch immer, der solche Taschen braucht,
sinnvoll und von Vorteil ist, da kann es für den Normalo als Erste-Hilfe-Tasche, gerade wegen der Farbgebung, nicht so richtig verkehrt sein. Der Witz an der Sache ist, dass ich diese Tasche einmal von links bestücken kann, einmal von rechts bestücken kann. So, diese Tasche hier, das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen die Wanderhure, ne? Aber das ist so ein bisschen die Wandertasche, weil die von Zeit zu Zeit auch mit rausfährt, wenn wir Feuerholz machen. Das ist im Grunde unser Trauma-Kit. So, was ist da drin und warum? Da drin ist Nitrilhandschuhe. Müssen die so in der Tüte verpackt sein? Wenn ihr ein Ü-Ei habt und da so ein paar von reinpackt, Deluxe. Hat sich über Generationen bei Feuerwehr bewährt. Irgendwann kam jemand um die Ecke, die sieben Zwerge haben es verboten, wir dürfen es nicht mehr. Denn letzten Endes wisst ihr nicht, wo derjenige gerade irgendwie oder das Tier oder so als letztes drin rumgewühlt hat. Möchtet ihr das unbedingt an den Händen haben? Ich weiß nicht. Für die Menschen, für kleines Auer, da haben wir Pflaster. Denn das, was uns als allererstes zu schaffen macht hier im Außengemüse, gerade jetzt, das sind Verletzungen, Bagatellverletzungen an den Händen bzw. an den Fingern. Für größeres Auer habe ich hier ein Cat. Und was hier definitiv gleich noch wieder reinkommt, ich habe es nur gerade einmal neu zusammengepackt, ist das SWAT T-Tourniquet. Was das ist, gebe ich euch hier oben den Link mal dazu. Als Traumabandage des Vertrauens, gerade wenn Hunde und gerade wenn großes Trauma und so zu erwarten ist, habe ich inzwischen tatsächlich die Lifeguard dabei. Die Woundstop in 10 cm breit ist bestellt, ist im Zulauf, kann aber einen Moment dauern, denn die kommt tatsächlich aus Israel und da stehe ich im Moment gerade nicht so ganz groß an Nummer 1 auf der Prioritätenliste, was ich durchaus nachvollziehen kann. Das ist also das Kit, was im Zweifelsfall mit ins Gemüse kommt, wenn ich mit der Kettensäge unterwegs bin, was ich dann auch am Gürtel habe, deswegen auch Gürteltasche. Kann man das richtig sehen? Ich glaube ja, ne? Und wie gesagt, der nächste große Witz an dieser Tasche ist, ihr könnt die von links oder von rechts bestücken. Je nachdem, wie euch gerade der Knorpel gewachsen ist. Was hier noch weiter drin wohnt, ist eine Rettungsdecke. Aus dem ganz einfachen Grund, Unterkühlung ist Todesursache Nummer 2 bei traumatischen Ereignissen aller Art. Und gerade wenn ihr mit einem Fichtenmoped unterwegs seid, so eine Rettungsdecke ist wie so eine Art schwarzer Offiziersmesser. Ne? Das geht echt nicht besser. Bevor jetzt irgendwie gerade wieder jemand an Losheulen ist. Diese Tasche habe ich mir selber gekauft. Meine große, kurze Produktmanagerin, das ist diejenige, die die Traumabandagen auch mit aussucht, hat mich auf dem Rückweg von Bad Urach wieder hoch in den Norden, in der Nähe von Frankfurt, zum Boxenstopp verdonnert bei Engelbert Strauß, bei dem Outlet Store. Und da habe ich die Tasche mir selber gekauft, habe sie ausprobiert und das, was für mich sich tatsächlich bewährt, das kann für euch definitiv nicht schlecht sein. Wie gesagt, die Tasche hier, Decathlon, wenn ich die tatsächlich bei Decathlon finde, packe ich den Link unten in die Videobeschreibung. Auch die Tasche ist total geil für irgendwelchen kleinen Scheiß. Bin ich mit der GoPro unterwegs, sind da ein paar Ersatzbatterien drin. Bin ich mit dem Smartphone und nur mit dem Smartphone unterwegs und filme damit, dann ist eine Powerbank und ein Kabel drin. Bin ich mit einer anderen Kamera unterwegs, sind da Ersatzakkus drin und vielleicht ein ND-Filter, dass ich also wirklich mit kleinen Giraffen unterwegs bin und trotzdem tatsächlich mich so nebenbei auch noch um die Hunde kümmern kann, was Herr und Frau hervorragend funktioniert. Kinders, das war so ein kleiner Überblick in mein EDC und gerade das EDC mit Hunden. Zur Lifeguard habe ich mich auch schon mehrfach ausgekaspert zu der Traumabandage. Den Link gebe ich euch hier. Ich habe vor kurzem mit Entsetzen festgestellt, dass ich noch kein richtiges Video zu dem Cat gelassen habe.
Wenn ihr da Bock drauf habt, haut's mal unten in die Kommentare. Dann kaspere ich mich da auch noch mal zu aus. Und dann werde ich auch beigehen und verschiedene Tourniquets vorstellen, deren Vorteile, deren Nachteile erklären, rauf und runter. Und warum wir was im Shop haben und warum was nicht. Okay? Kinnings, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal.